Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich habe letzte Folge hier ein bisschen Schnee gesammelt. Zack. Manchmal zu Blöcken. Und jetzt geht's weiter. Hier ein bisschen den Schneeschieber spielen. Und unsere Wege ein bisschen freiräumen. Wir haben nicht das ideale Werkzeug dafür. Aber das geht schon irgendwie klar. Das war nämlich der alte Weg hier, die alte Straße. Hier fehlt uns eine Koppelsteinstufe. Hier habe ich ja ein bisschen den Marktplatz erweitert. Und hier ist ja die Litfaßsäule. Da liegen jetzt überall Schneesachen rum, aber die spawnen ja eh. Die Gasse wollte ich noch benennen. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich den Straßennamen hier halten soll. Ich habe irgendwie Ratsgasse oder irgendwie sowas. Könnt ihr mal gerne in die Comments schreiben. Einfach unten, ne? Einfach mal schreiben, wie euch das Video gefallen hat und dazu, wie diese kleine Gasse hier heißen soll. Zur Information, das ist das Rathaus und das ist das Gericht. Und dahinter ist der Markt, der Ratsmarkt. Der ist hier auch. Geht einmal hier so quer um das Gericht rum. Kann ich eigentlich gleich mal zeigen für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Das ist der Ratsmarkt hier. Ja, Landkarte von ganz früher, so sah das ganz früher aus. Wir befinden uns gerade da, wo mein Fadenkreuz ist. Also da. Zack. Und das braune hier ist eigentlich Trampelfahrt. Und das, was ich jetzt hier zeige, das hier, das war der alte Weg. Hier. Ging bis hier hin. Dann sind die zwei Häuser. Und er ging hier, da, Treppe hoch, zack, hier, Treppe und hier Treppe wieder runter und zack, 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 Treppe wieder runter. Hier ging es ganz steil, ganz steil. Hier ging es etwas steiler, dann hier gerade rüber und hier geht es ganz steil runter. Und das ist der Schwarzeichenwald. Hier ist ja jetzt die Brücke nach drüben. Und hier auf der Ebene. Hier hinter, bis hierhin, habe ich ja ein bisschen gerodet. Habe die große Brücke hingesetzt. Und da geht der Weg ja jetzt hier hoch. Hier oben ist der Postplatz. Hier ist die Post. Hier ist der Tower. Und da geht es dann jetzt nicht mehr hier so lang. Das ist ein bisschen veränderte Straßenführung. Denn da geht es dann hier so runter. Müsste ja hier ungefähr auch der Weg sein. Oder ne, der Weg ist hier unten. Weg ist hier unten. Geht's dann hier hinter und hier hinten, ups, hier geht's dann weiter. Und der Weg hier, der Weg, der ja hochkommt, hier ist ja der Hang sozusagen, hier ist glaube ich irgendwo der Schriftzug. Da musste der Weg nämlich ja weichen. Der geht nämlich jetzt dann hier hoch zu der Hochebene, wo genau an dieser Position der 300er steht. Und hier hinten geht es dann hier so runter. Und dann hier so schräg. Und dann geht es hier. Hier sind halt die Weiden. Und hier hinten ist ja der Platz. Das ist alles noch nicht aufgedeckt. Und hier ist die Kapelle mit dem Friedhof. Hier ist das Feld, das wir letzte Folge abgeerntet haben. Und der Fluss, wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen aufscheffeln müssen. Und ja, das war eigentlich im Grunde genommen das Ganze. Man sieht ja hier noch die Anfänge, hier sind noch ein paar weiße Stellen, da habe ich das Rathaus gerade angefangen. Und das, meine lieben Freunde, ist die Bibliothek. Das Nitterportal sieht man auch schon, hier mit diesem schwarzen Strich. Und hier hatte ich den Weg bis nach Moosegg schon angedeutet. Übrigens hier ist damals hier noch nichts entstanden. Und wenn man hier sich mal den Spawn-Bereich anguckt, der Leuchtturm steht hier noch nicht. Hier stehen noch ein paar Häuser, hier stehen jetzt auch noch ein paar Häuser und hier ganz viele Häuser. Haus der Gemeinschaft, die Herberge, hier ist der kleine Platz von den Walen. Hier steht ein Schiff, das ist zum Pilzbiom. Das geht nach Hohenstein. Das Schiff geht hier zum Dschungelbiom. Das Schiff geht zum Tafelbergen. Und das ist die Eva Maria, die geht hier nach Moosegg runter. Genau, das war der alte Spawn. Den haben wir ein bisschen aufgefrischt. Und du beobachtest mich, ne? Du beobachtest mich.
Ganz genau. Können wir hier mal die Karte mal fotografieren? Zack. Alles klar. Aber meine lieben Freunde, ich bin die Hälfte rum hier, Halbzeit. Und ich wollte den Eimer zurückbringen. Können wir ja mal hinten rumgehen. Der Hafen ist ja auch schon gebaut hier. Zack. Zack, zack, zack. Da lernt ihr auch ein bisschen die Schleichwege hier kennen. Das sind wir nämlich dann hier. Ja, hier soll, glaube ich, eine Herberge hin, an die Stelle. So, hängen wir wieder den Eimer dorthin. Und hier rennt ein heiliges Schwein über den heiligen Boden. Zack. Guck mal, wenn ich das nämlich drehe, dann raushaue und wieder reinhänge, ist es resettet. Ah, doch nicht. In einer gewissen Zeit wahrscheinlich erst. Oh, hier liegt ja die Familie Wensmuth und die Familie Nortensbech. Ja. Dazu komme ich aber später. Wer die zwei Personen sind, ja, komme ich später. Dadurch ist nämlich der Name entstanden hier von dem Örtchen, was wir hier erschaffen. War ja damals nur ein kleines NPC-Dörfchen, was die zwei gegründet haben. Der Herr Wensmuth und der andere Herr oder die Frau oder die Familie eben. Ne? Hier ist unsere Baustelle, meine lieben Freunde. So, wie war das jetzt? Hier kommt jetzt erstmal Treppen hin. Viere lassen wir Platz. Du kommst weg. Genau. Hier auch. Dann dasselbe hier. Können wir wieder Blöcke machen. Und da kommt ja noch eine Etage weg. Ich mach das erstmal so weit hier. Können wir immer noch ein Muster reinhauen am Ende. Weiß nicht, war das noch eine Tiefe? Ja, ich glaube. Es ging nämlich hier. Ich habe den Plan nämlich gerade nicht vor mir liegen. Das ist ja der Nachteil, wenn man den verschlammt. So, hier kommen dann Zäune davor, die ich gerade nicht dabei habe. Könnt ihr euch ja vorstellen, so ein bisschen. Und jetzt hier nochmal eine Etage tiefer. Buddel ich erstmal hier aus. Haben wir wieder ein bisschen Stein, aber ich glaube, wir müssen uns mal das Inventar leeren. So, haben wir am Anfang der Folge hier alles wieder ins Inventar rein. Und jetzt müssen wir alles wieder raus. Ich bin ein Spaßvogel, ne? Ja, zack. Fichtenholz, behalt mal. Das behalt mal. Das behalt mal auch. Das behalt mal auch. Das kommt hoch. Und den Rest behalt mal erstmal. So. Zack, zack, zack. Ja, hier vorne können wir auch gleich mit wegmachen. Das passt sich natürlich dann an. Und wir gehen dann gleich schlafen. Danach gibt es noch eine kleine Information zur Wahl, wenn ich das nicht schon getroffen habe. Entweder habe ich es gestern Abend getroffen oder ich zeige es euch jetzt. So.
spannende Musik auf jeden Fall. Die zwei noch da? Ja, die sind noch da. So. Muss ich erstmal gucken. Die Leute, die gehen ja zwei nach oben. Und das sind die hier auf der Ebene. Sitzen die dann hier so? Genau, müssen wir nämlich hier noch Sehenssand reinmachen. Und hier kommt noch Treppe. Dann müssen wir den Boden hier noch ausscheffeln. Ich gehe erstmal schlafen oder die liebe Community geht schlafen, der liebe Sonnenschein. Ich tue jetzt mal hier vorne ein bisschen was ausmisten. Ich weiß nicht, ob es schon gemacht wurde. Ich hoffe doch, dass es schon gemacht wurde. Und ich habe jetzt noch ein paar Informationen zur Wahl. Komm, mach mal einfach das Lied hier. Neues Lied. Lawful Victim. Also Law wie das Gesetz hier. L-A-W. Und dann Full, Lawful, also gesetzvoll. Gesetzlich. Und Victim, was heißt Victim? Ja. Könnt ihr euch selber denken, ihr seid schlauer als ich. Die Kommentare sind immer schlauer. Ja, nicht immer, aber fast. Nicht immer, aber fast. So. Ja, das wurde schon gemacht, meine lieben Freunde. Nämlich der Centaurus hat eine... Oh, guck mal, steht eine erfolgreiche Rückmeldung. Super. Und der Paul Grieshammer hat auch eine erfolgreiche Rückmeldung. Der Tobias Dissel, mit dem schreiben wir gerade ein bisschen. Und, der Liebe war nämlich auf TS und wollte mit uns das Bewerbungsgespräch machen. Aber hat zu einem Zeitpunkt uns aufgesucht, wo wir nicht anwesend waren. War etwas spät. Und der Kire, der hat bis jetzt dem Sonnenschein geantwortet, aber das habt ihr entweder gestern Abend gehört oder heute Abend. Je nachdem, das kann ich noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt jetzt. Das liegt noch ein kleines Rätsel davor. Des Weiteren habe ich einen kleinen Wegweiser angefertigt, wo man auch schon von Wartungen darauf hingewiesen wird, dass es hier nach Schulach geht. Nach Schulach, genau. Nach Wieskampen, Mendlehen, zum Pilmsee und zum Ostwedenhaff. Genau. Weitere Kandidaten stehen noch nicht fest. Was heißt stehen noch nicht fest? Die Wahl ist ja eigentlich damit auch, also die Bewerbungsphase, somit abgeschlossen. Deswegen kann ich ja auch das Zeug hier wieder abbauen. Ich wollte gerade sagen, die Rahmen fallen doch eigentlich ab. Normalerweise. So. Da bleibt es bei dem einen Schildchen. Der erste hier, das war der... na, wie hieß er denn? Pascal Scherz. Der hat sich leider abgemeldet. Der möchte nicht mehr bei der Wahl teilnehmen. So, das war's erstmal von mir, meine lieben Freunde. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao, euer Segresius. Und schaltet morgen wieder ein.